Super Smash Bros. Ultimate ist am 7.12. diesen Jahres erschienen. Ob es wirklich den Titel Ultimate verdient, schauen wir uns einfach heute an. Erstmal zu den Zahlen. 74 Kämpfer plus die bereits angekündigten DLC-Kämpfer stehen euch auf über 100 Stages zur Verfügung. Dass natürlich die Stages alle nicht neu sind, dürfte dem ein oder anderen von euch da draußen schon aufgefallen sein. Aber ich persönlich finde, das tut dem Ganzen nichts zur Sache und finde solche Kleinigkeiten, die man einfach auf den Karten gemacht hat, wirklich toll. Nehmen wir zum Beispiel mal das Entenhand-Level, also das Duckhand-Level. Da finde ich schon sehr cool, dass man auch wirklich Duckhand spielen kann. Auf einer anderen Karte fahren Autos über die Strecke und man kann von den Autos erwischt werden. Lauter solche Kleinigkeiten, einfach dass die Umgebung interaktiv wirklich auch mit den Charakteren fungiert, finde ich sehr, sehr cool und ich habe echt einen großen Spaß gehabt, das zu nutzen. Wer aber überhaupt gar keinen Bock darauf hat, schaltet dieses Feature einfach aus. Auch für Smash-Neulinge ist etwas geboten, und zwar bietet das neue Smash eine Art Story-Modus. Dieser ist aber meiner Meinung nach eher dafür gedacht, um einfach mal alles so ein bisschen kennenzulernen und nach die Charaktere freizuspielen. Dabei geht es in erster Linie sogenannte Geisterkarten zu erspielen, mit denen man sich dann über die Stages weiter und weiter gegen mehrere Gegner durchkämpfen muss. Es ist ein bisschen mühselig gewesen, weil manchmal war es so, dass man eine bestimmte Geisterkarte benötigt hat, um einen Gegner zu besiegen. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht gewesen, aber das kam mir schon ein bisschen komisch rüber. Was ich persönlich sehr, sehr geil fand, war die Mediathek. Über 800 Songs aus den Spielen und aus dem Nintendo-Universum stehen euch außerhalb des Spiels und innerhalb des Spiels zum Anhören zur Verfügung. Das finde ich cool und finde ich auch immer wieder ein geiles Feature. Gameplay-technisch hat sich zum Glück wenig geändert. Das finde ich persönlich als Einsteiger super, weil man lernt die Tastenkombinationen wirklich sehr, sehr schnell. Ich hatte dabei eigentlich nie das Gefühl, dass irgendein Kämpfer overpowered war. Man muss aber auch sagen, jeder Kämpfer fühlt sich ein bisschen anders an. Was aber insgesamt am Gameplay geschraubt wurde, sind mehrere Kleinigkeiten. Das heißt, man hat einfach ein bisschen an der Spielgeschwindigkeit zum Beispiel geschraubt und an ein paar Kleinigkeiten, die einfach zu einem runderen Spielerlebnis geführt haben. Ein wenig schade für die Fans da draußen ist, dass man die geliebten Bonus-Modi Target Smash und den Home Run Contest nicht mehr ins Spiel integriert hat. Man hat jetzt nur noch so eine Art Level, wo man Münzen einsammeln muss. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade und ich kann das auch ehrlich gesagt nachvollziehen, dass hier einige Fans ein bisschen sauer sind. Dennoch bieten die Spielmodi sonst alles, was das Kämpferherz begehrt. Ihr habt sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die euch keinesfalls irgendwelche Langeweile aufkommen lassen. Rechnet einfach mal durch, wie lange ihr denn für jeden Charakter braucht, wenn ihr mit jedem Charakter einfach mal auf jeder Stage spielen wollt. Da geht schon echt viel Spielzeit ins Land. Also Langeweile ist hier wirklich Fehlanzeige. Für mich macht Smash natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man das mit Kumpels spielt. Dabei musste ich echt feststellen, dass ab einer gewissen Anzahl an Mitspielern bzw. Gegnern das Ganze extrem unübersichtlich wird. Und jetzt nehmt euch mal vor, ihr spielt dieses Spiel, nehmt den Handheld-Modus mit, also habt nur den kleinen Display, dann wird es noch unübersichtlicher. Das finde ich ein bisschen frustrierend, aber gut, das ist vielleicht einfach je nachdem, wie man drauf ist. Alles in allem verdient Ultimate den Titel Ultimate, das kann man wirklich sagen und Fans kommen wirklich auf ihre Kosten. Selbst für Neueinsteiger ist sehr, sehr viel geboten und man bekommt hier sehr, sehr viel für sein Geld. Ich bin an dieser Stelle raus, bis zum nächsten Mal, euer Basti.